Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Haus Flipper. Wir brauchen ein neues Objekt, neues Projekt. Und was haltet ihr davon, wenn wir mal was mit einem Atomschutzbunker nehmen? Ich habe mir hier Bunker von Onkel mal rausgesucht. 125.000 kostet der, 148 Quadratmeter Wohnfläche. Da haben wir mit Sicherheit die nächsten 5 bis 48 Wochen was mit zu tun. Lass uns das mal kaufen, genug Geld habe ich ja durch meine zahlreichen, ne, weißt du ja. Und dann wechseln wir einfach mal dahin. Hat er nicht genommen. Alles klar, machen wir es eben mit der Enter-Taste. Ohne Waffen kann ich meine Familie nicht verteidigen. Ja doch, könntest du, weil wenn keiner Waffen hat, brauchen wir die nicht. Aber ich sag da nichts zu. Das wird ein interessantes Dingen hier. Bin mal gespannt. Oh ja, hallo. Die Nachbarschaft ist schon mal super. Die sieht aus wie jede andere Nachbarschaft auch. Und wir haben hier ganz viel hohes Gras. Ich komme hier kaum durch, wirklich. Hier diese Metallbeton, was weiß ich, Kacke. Und hier hinten ist der Bunker. Alles klar. Und wir machen den mal auf. Wir gehen aber nicht rein, weil... weißt du, ne? Ja. Super hier. Ich will hier raus. Ich wollte nur mal lüften, weißt du? So, das ist unser neues Haus. Das gehört jetzt uns. Wir können hier natürlich unser Büro reinmachen. Wir können es aber auch lassen. Also ich wäre ja dafür, wir fangen mal draußen an mit einem Rasenmäher, oder? Bevor wir nach drinnen gehen, hier schön mit dem Rasenmäher erstmal entlang. Das wär doch eine Herausforderung für uns, oder? So, guck mal hier. Schmeißen wir das Ding mal an und mähen mal alles weg hier. Verdammtes Ungekraute. So, dann können wir nämlich auch viel besser draußen rumlaufen, was wir nicht müssen, weil wir ja dann von innen alles sauber machen, weißt du? So, ihr seht, die Logik ist wieder... Das ist die Logik, mit der ich mich den ganzen Tag beschäftigen muss. Ehrlich, so denkt mein Gehirn. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was in mir, also was ich da aushalten muss, ne? Ist nicht so einfach, ein Fussel zu sein. Glaubt, hier siehst du, bleibst auch an irgendwelchen Alpha-Punkten hängen, die es gar nicht gibt. So, schön. Guck mal, da werden die Nachbarn sich aber auch freuen. Die sagen, endlich wird dieses scheiß Grundstück mal wieder hübsch gemacht, weißt du? Ist gleich eine Wohnwertsteigerung für die. So, komm, hier einmal abbiegen. Schaffst das. Dann haben wir schon mal ein Außending freigelegt, weißt du? Ob das eine Taktik ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls keine gute. Aber ich finde es halt total einfach, innen drin zu mähen. Vor allem ich, der die Spur nicht halten kann, ne? Und hier bleibe ich an allen Ecken und Enden hängen. Das ist ja fürchterlich. So. Das ist hier. Ich kann das nicht. Machen wir vorne erstmal schön. Schön hier... durch die Blumenpötte durch. Das ist nämlich ein spezieller Rasenmäher. Das ist nämlich ein sogenannter Ghostmäher. Der kann also durch Materie durchmähen. Ja, das muss so. Ja, der kostet auch viel Geld. Also den kriegst du jetzt nicht überall gekauft, ne? So. Guck mal, jetzt sieht es von der Straße doch schon mal so aus, als wenn es hier so gewollt wäre. Guck mal. Ich mache erstmal hier die Straße fertig. Weil dann sind die Nachbarn sofort zufrieden und denken, okay, komm, ist zwar ein bisschen laut, wieder mal, Handwerker, wir wissen das ja, ne? Die Leute machen schön und werden erstmal angemotzt. Muss das so laut sein? Und dann haben wir das hier schon mal und dann können wir schön hinterm Haus weitermachen. Oh. Schön. Ach, herrlich. Oh, guck mal. Da haben wir doch schon mal für die erste Folge richtig was geleistet. Ja, man sieht auch gleich, dass das hier viel besser aussieht. Und ihr seht, ich bin nicht in der Lage, eine Spur zu halten. Ne? Also das ist halt etwas, das kann auch nicht jeder. Ich habe mal gelernt, das sollte man... aber ihr seht, ne? ich drücke hier einmal W, einmal A. Nee, A und D. Und ja, schon geht's nicht. Ne? Der Rasenmäher ist nicht in der Spur zu halten. Ein ganz bekloppter Rasenmäher ist das. Wobei, ich kann mich noch dran erinnern, wo ich als Kind oder Jungjugendlicher noch beim Rasenmähen helfen musste. Das war wirklich gar nicht so einfach, mit dem Rasenmäher die Spur zu halten. Also wir hatten da, weil das eine relativ große Fläche war, auch rauf und runter, ne? Hatten wir da einen Benzinrasenmäher. Und der hat schon ganz schön gezogen. Also da musstest du schon Schritt halten. Und berg hoch war das natürlich super, ne? Da hat der wirklich viel Arbeit abgenommen. Ich mache hier mal eben sauber. Aber du musstest aber auch aufpassen. Ne? Also das Ding ist schon ganz schön abmarschiert. Und
den gerade zu halten, war gar nicht so einfach. Da musste ja nur irgendwo eine kleine Welle im Boden sein und das war jetzt hier ja nix, picobello, ebenerdiger Rasen, ne? Ja, und schon ging der in eine ganz andere Richtung. Und das Ding hat ja auch ein paar Kilo gewogen, also darf man ja auch nicht vergessen, ne? War also jetzt nicht mal eben so weggehoben, ne? Aber es war auf jeden Fall feiner zu justieren als das Ding hier. Das ist auch, also, weiß ich nicht. Der ist schon ein bisschen seltsam hier, dieser Rasenmäher. So vom Handling her. Man kann ja auch die Geschwindigkeit erhöhen. Hui, Super Pursuit Mode. Wow, aber dann ist er natürlich noch schwerer zu steuern. Ne? Vielleicht nehmen wir mal so. So, ne? Je höher die Geschwindigkeit, desto schwieriger, finde ich, ist es. So, aber ihr wollt ja auch Action haben, ne? Ihr guckt das ja hier wegen der Blutspritzer und wegen der Actionsequenz. Was? Ja, ja, ja. Mhm. Ja, die müsst ihr euch natürlich schon denken, ne? Also ansonsten ist das einfach nur einem alten Mann hinterherlaufen, wie der digitales Gras schneidet. Oh, das ist ein Reiz. Also ich weiß nicht welcher, aber es ist ein Reiz. Ein Kotzreiz vielleicht. Kann mir auch nichts Langweiligeres vorstellen. Aber wenn du dieses Let's Play guckst, dann scheint es etwas Langweiligeres im Leben zu geben, sonst würdest du das ja machen. Zum Beispiel Hausaufgaben oder Küchenputzen oder so. Das sind ja die langweiligen Dinge, ne? Da gucke ich auch lieber Let's Plays. So sieht es bei mir natürlich auch aus. Aber da ich ja hier alleine bin, ist mir das scheißegal. Ist ja mein Dreck. Ich weiß ja, wem er gehört. Entschuldigung, ich wollte nicht in den Bunker. Also der ist sehr sicher, wie man sieht. Man kann mit dem Rasenmäher da problemlos rein. Das geht. So, machen wir hier nochmal ein bisschen schön. So, hier noch. Jetzt haben wir das gleich gemäht, hör mal. Gleich sind wir durch. So. Dann tu den mal weg. Dann gucken wir mal eben. Hier sind so ein paar Gräser. Also das hier zum Beispiel, das soll wohl so sein. Das kommt natürlich alles weg, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, aber so macht es einen guten gemähten Eindruck. Ich glaube, die Nachbarn sind zufrieden. Ne, kann man mit leben. So schlecht sieht es auch gar nicht aus. Hier mit diesem Gedingste da hoch. Finde ich das super. Wir müssten allerdings von draußen mal ein bisschen schön machen. Sollen wir reingehen? So. Entschuldigung, dass so laut war. Ich mache jetzt drinnen weiter, ne? So, hier könnte man natürlich was... Oh Gott. Oh. Küchenscham hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? So, wichtig ist, die Küchenschaben können bleiben. Aber du musst natürlich das saubere Fenster haben, damit hier Licht reinkommt. So. Fenster reinigen macht mir Spaß. Dann jetzt können wir aufmachen, alles klar. Wie ging denn das nochmal? Mussten wir da nicht was wegsaugen oder so? Ein Mob oder Besen funktioniert bei diesen Kakerlakern nicht. Ein Staubsauger wäre sinnvoll. Hier müssen wir wirklich ein bisschen was schön machen, glaube ich. So, Staubsauger. Wo haben wir denn den Staubsauger? Staubsauger nehmen, den geht nur so, genau. Schön reinsaugen, das klackert auch so schön in dem Beutellosen. Weißt du? Müsst ihr euch so anhören, wie die da reingesaugt werden. So, die kriege ich nicht, die Schaben. Das sind widerliche Schaben. So, die habe ich. Kriege ich nicht. Haben wir sie? Ja, ne? Sieht so aus. Wir räumen hier mal grotesk auf. Das weg, das weg, das weg. Was will ich nicht hier haben? Auch hier die Küche, komm, komplett weg. Ist ja widerlich. Da frage ich mich wirklich, wie haben die Leute hier gelebt? Hier Türen auch raus, komm, die will ich nicht haben, die sind hässlich. So, was sind sie schon wieder am Meckern, die Leute? Müssen wir gleich mal gucken, für wen ist das denn hier relevant? Ach ja, für den Gasmaskenmann da.
Ja, ich weiß, die heißen offiziell ABC-Schutzmasken. Muss ich mir beim Bund auch immer anhören. Das sind keine Gasmasken. Ja, nee, ist was ganz anderes. Naja, die schützen nicht vor Gas. Nur für ABC. Das stimmt übrigens, bei den meisten Führungskräften, bei den Soldaten, hat das wirklich vor ABC geschützt. Also die konnten nicht lesen, nicht schreiben. Waren dumm wie ein Meter Feldweg in Kassel. So. Und Nazis. Also wenn einer sagt, Nazis in der Bundeswehr ist ein Einzelfall. Mm-mm. Aber da wird natürlich drüber geschwiegen, ist klar. So. Also hier könnten wir auf jeden Fall eine Wandverlegung machen. Also die macht ja nun überhaupt keinen Sinn. Hier haben wir schon alles weg. Und dann gehen wir mal Treppsche runter. Können wir hier auch gleich mal sauber machen. So, hier den ganzen Müll weg. Hier könnte man ein paar Wasserflaschen hinterstellen. Auch diese Regale, tu die weg. Wir können sie ja neu kaufen. Aber es ist halt schön, wenn das Haus völlig entkeimt ist, ne? So, hier waren wir doch schon mal. Da frage ich mich wirklich, was hier passiert ist. Mülleimer hier unten drin, wo ich leben muss, weißt du? In der Bunkeranlage, wo ich leben muss, habe ich Mülleimer. Ist klar. So, wenigstens ist hier unten frische Luft. Hier, diese Drecksbetten tun wir auch mal raus. Was ist das hier? Weg. Diese komischen Schalter, naja, können wir mal gucken. Was war hier? Ah ja, Badezimmer. Da tun wir auch mal alles raus, ne? Muss das eigentlich immer... Und wo glaubt ihr eigentlich, dass der Strom herkommt? Naja. So, weg damit. Waren hier auch welche? Weg damit. Wirklich wie eine andere Welt, ne? So pekig. Sollen wir gleich sauber machen? Ja, ne? Schon mal hier unten sind, dann können wir auch mit unserem Super Sauger 3000 alles hier ein bisschen sauberer machen. Da war noch eine Lampe. Oh, hier oben in der Ecke noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Siff. Hier ist auch noch Siff brennen. Hier war nix. Doch, hier oben ist doch Siff. Das wird mir aber nicht angezeigt. Oh ja. Gut, hier auch ein bisschen sauber machen. Da legen wir aber auch, glaube ich, mal einen angenehmeren Boden rein, oder? Ich meine, so ein Bunker muss doch nicht aussehen wie ein Bunker, finde ich jetzt. Wo ist denn hier noch was? Hasi? Achso, da war noch was, alles klar. Habe ich zwar nicht gesehen, aber wenn Edge das sagt, dass da was war, dann war da was. So, hier, das sieht man deutlich. Klar, hier können wir noch ein bisschen sauber machen. Auch sehr gut gebaut. Also da hat der Level-Designer aber sich wieder richtig Mühe gegeben. Siehst du sofort, ne? So, sehr schön. Ja, jetzt kommt hier frische Luft rein, das ist sehr gut. Also ich stelle mir schon vor, dass wir hier unten die Sachen alle ein bisschen schöner machen. Ne? Also wenn du dann schon Krieg hast, dann kannst du ja auch schön leben, finde ich. Also das geht schon. Kann man. Muss man nicht, aber kann man. Also diese typische Optik, weiß ich nicht, ob man die braucht. So. War ja alles ein bisschen sauberer gemacht. Hier liegt noch Müll rum. Hier ist nicht so viel Dreck, glaube ich. Aber hier scheint noch was zu sein. Er stellt auch schön automatisch um. Aber seht ihr hier Dreck? Nee, wir können aber durchs Fenster durchstrahlen, das ist gut. Da gesehen, ne, dass das Wasser durch das geschlossene Fenster durch ist. Hier sind noch Kakalanski. Da sind auch die guten Fliesen, ne, die lassen wir drin. Also die sind von der Optik her super. Weil wenn du dann sagst, Kloster, Schätzelein. Da kriegst du garantiert jeden ins Bett. Da sind wir uns jetzt, glaube ich, schon einig. Ne, wenn die dann in so eine Toilette kommt, oder? Was sagen die Frauen? Da seid ihr doch gleich, da wollt ihr doch mehr, ne? Also mehr kotzen, sofort abhauen. Jetzt mal ernsthaft, wer würde in sowas leben wollen? Gibt's da welche? Die sagen, oh, die paar Kakerlaken. Also ich finde das fürchterlich. So, haben wir denn hier? Da war auch noch was, alles klar. Hier muss noch was sein. Klar. Gehen wir mal hier lang. Da oben ist noch was.
So, das ganze Gerede ohne was zu trinken macht mich natürlich wieder ein bisschen trocken, ne? Haben wir einen Brösel auf der Schallmai. So. Ich glaube, wir werden auch viel verputzen müssen. Alles klar.